Salzburg ist eine Menschenrechtsstadt. Damit diese Bezeichnung nicht zu einer eigenartigen Farce wird, sondern tatsächlich gelebtes Konzept ist, müsste es völlig undiskutiert Platz für alle in Salzburg geben. Es müsste klar sein, dass Menschen, die Zuflucht suchen, Platz bekommen. Es dürfte keine Differenzierung geben zwischen Vertriebenen und Geflüchteten. Es dürfte keine Hindernisse geben, wenn Menschen konkret Hilfe brauchen, hier bei uns zu überleben. Wir haben Platz. Wir wollen wissen, wie die Praxis aussieht. Ob die Praxis einer Menschenrechtsstadt Salzburg würdig ist.